Und holt uns hier Gold überall. Und hey, noch mehr Turmalin. Okay, ich glaube, wir können gleich noch mal 10 Titan kaufen. So. Dass ich wenigstens noch einen zweiten auf upgraden kann. Oh, hier wäre auch noch Titan. Sehr schön, Kosteneffizienz. So, Militär wird mal wieder gefragt. Wo sind die anderen beiden? So, mach den kaputt. So, das heißt, mit Kosteneffizienz können wir eigentlich sehr viel anstellen. 2. kann ich hier. Truhen und so weiter aufstellen. So. Ernsthaft? Ihr fragt mich, warum das manchmal verbuggt ist. Beziehungsweise so extrem verbuggt ist. Was ist mit den Jungs los? So, ihr müsstet jetzt trainieren gehen können. Du eigentlich auch. Stand die Figur verkehrt rum und ich hab's nicht gemerkt. Oh, habe ich da Titan gesehen? Ja, ich habe Titan gesehen. Und ich habe hier auch Titan gesehen, ja. Und ein bisschen Eisen. Und noch Turmalin. Sehr schön, sehr schön. Und da ist noch mehr Eisen. Oh. Ich sehe gerade, hier waren auch noch Räume. Ja, sogar hier oben sind noch Räume. Hallo? Woher sehe ich den Raum bitte? Ach so, weil der ganz unten unter der Decke ist. Okay, langsam wird's kompliziert. So, jetzt kann ich wieder. Warum zur Hölle habt ihr Hunger? Dann ist was, bevor du mir krepierst. So. Warum kommt ihr jetzt wieder nicht mehr raus aus dem Loch? Wo ist der Ausgang überhaupt? Ach, hier drüben. Ach so, weil ich hier den Boden weggegraben habe.
So, jetzt aber. Okay, du nicht, sondern du, den Schildträger. So, da als Schildträger. Gleich deinen Unsterblichen. So, als nächstes dann Offensivstrategien. So. Gleich mal ein paar Löcher stopfen. Und jawohl, das ist auch erledigt. Dann machen wir gleich mal die Löcher hier zu. Die Löcher. Das sieht langsam so aus, wie ich es gerne hätte. Was heißt langsam? Es sieht so aus, wie ich es gerne hätte. So, mein Wissenschaftler holt den hier langsam auf. Also mein Forscher holt meinen Gelehrten auf, besser gesagt. So, neue Figuren hier. Hier das Drachenblut Richtung Hausgraben. Hätte ich dann gern das Gold hier? Eigentlich ja. Ich hätte auch gerne noch. Wow. Da das Eisen. Oh, hier ist ganz schön viel Drachenblut. Also ja, hier unten sind noch Räume zur Erkundung. Aber hier oben waren ja auch noch Räume zur Erkundung. Genau, und hier war noch mehr Eisen. Oh, Titan. Wie konnte ich das Titan übersehen? Das doch weg und dann kommt hier eine Leiter hin. Und unter diesem Eisen ist noch mehr Turmalin versteckt. Warum nicht? So, Offensivstrategien. Nee, bessere Gelehrte. Also, dass die nicht mehr so viel schlafen müssen. So. Wo ist mein dritter Gräber? Der ist da.
gut, nach da oben will ich jetzt nicht unbedingt. Das sieht eher aus wie Gnomenbehausungen hier und hier. Interessanter finde ich dann eher wohl noch die Räume hier. Den hier und den hier. Und da ist noch einer rum. Ja. Aber hey, es läuft alles ganz gut. Oh. Das hätte ich jetzt übersehen. Du kommst jetzt aber hier raus. Ich glaube, ich werde mal anfangen, die Ecke hier fertig aufzuklären. Und werde mich dann weiter nach unten begeben, wieder. Tatsache, hier ist tatsächlich noch eine Spinnenbehausung. Und sie verstecken hier Turmalin. Okay, das werden wir noch schnell machen. Meine Kampftruppe. Und schnappen. Und sie hier mal die Spinnen killen. Oh ja, und dich können wir auch gleich noch zum Unsterblichen machen. Dann ist das nämlich auch noch erledigt. So. Oh, du brauchst noch ein Level, bevor du unsterblicher werden kannst. Aber wir haben zum Glück die Tafel dadurch noch gefunden. Da ist noch eine andere Tafel. Lass uns sehen, was auf dieser geschrieben steht. Es ist schon wieder passiert. Wir haben schon wieder einen Satz Werkzeuge gefunden, ohne dass auch nur ein Zwerg in der Nähe gewesen wäre. Dies ist die zweite Gruppe, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Anscheinend hatten sie einen Tunnel gegraben, der dann eingestürzt ist oder so. Aber warum sollten sie all ihre Werkzeuge und Waffen zurücklassen? Da die Luft zu schwer zum Atmen war, konnte es niemand lange dort aushalten. Wir haben jede Menge Drachenblut abgebaut, aber was geschieht hier? Es ist, als ob uns dieser Berg mit Haut und Haaren verschlucken würde. Jo, Prinzesschen wird wohl alle fressen. So, wir brauchen noch einmal eine Ladung. Von denen hier. Und dann platziere ich hier noch den Block. Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein für diese Aufnahmesession. Wir haben ziemlich guten Fortschritt gemacht. Also speichere ich hier jetzt mal. Und gehe zurück zur Welt. Das Spiel speichern, ja. Ja, ich dachte eigentlich, wir kriegen hier eine Belohnung für die eine Quest, dass wir das Drachenblut abgebaut haben. Aber scheinbar nicht. Jetzt muss ich wirklich noch mal reingucken, ob alles stimmt. Okay, er hat die Quest genommen. Es ist alles okay. Zurück zur Welt. Speichern, ja.
Er nimmt aber die Quest nicht an. Okay, was auch immer da verbuggt ist, das werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession sehen. Also, bis dann.